Noch immer steht das Lenin-Denkmal in Schwerin. Damit ist Schwerin die einzige Stadt außerhalb der ehemaligen Sowjetunion, die noch über ein offizielles Lenin-Denkmal verfügt. Lenin gilt zwar inzwischen als einer der eher größeren Verbrecher der Menschheitsgeschichte. Nach der Oktoberrevolution 1917 hatte er den sogenannten Roten Terror, dem hunderttausende Menschen zum Opfer fielen, nicht nur gebilligt, sondern auch durch eigene Befehle noch angefeuert. Aber hier, bei diesem Denkmal, geht es ja um seine Verdienste und deren Anerkennung. Schwerin hat damit ein fantastisches Alleinstellungsmerkmal, das sich touristisch noch ganz anders nutzen ließe. Allerdings sind jetzt auch andere Städte in Mecklenburg-Vorpommern auf den Schweriner Lenin aufmerksam geworden. Und sie fordern von der Landesregierung keine einseitige Bevorzugung der Landeshauptstadt, sondern einen fairen Anteil am Marktwert von Lenin. Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommerns hat jetzt Vorschläge erarbeitet, wie das Lenin-Problem angegangen werden könnte und plädiert dafür, Lenin an interessierte Städte in Deutschland auf Zeit auszuleihen. Das landesweite Programm nennt sich Lenin auf Reisen. Man könnte auch sagen, Rent a good Lenin. Die Weltkulturerbestadt Stralsund hat bereits Interesse angekündigt. Lenin ist immerhin ein Teil unserer vielhundertjährigen Geschichte, heißt es von hier inoffiziell aus dem Rathaus. Im April 1917 sei er sogar mit dem berüchtigten plombierten Zug mit Genehmigung der kaiserlich-deutschen Regierung durch Stralsund gefahren, auf dem Weg in das revolutionäre Russland. Sollte die Schweriner Stadtvertretung dem Wunsch Stralsunds entsprechen, könnte Lenin wieder auf Reisetour gehen. Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen, meinten einige Schweriner Stadtvertreter, allerdings auch hinter vorgehaltener Hand.